Ich habe keinen Anmachspruch. Wie? Ja, ich mache doch niemanden an. Ich werde, wenn dann angemacht. Darf ich dich mal zum Tanz ausführen? Ja, bitte. Ja? Wow. Das ist Salsa. Vollprofi. Oh ja. Mein Gott, ich kenne Oh, pass auf. Sie sagt, die macht Internetzeug. Da habe ich gedacht, sie ist eine Pornodarstellerin. Wie fühlt sich's an? Ich finde es auch sehr angenehm. Wie fühlt sich's an für dich oder eher? Drei, zwei, eins. Also ich bin Samantra, ich bin 21 und ich komme aus Mannheim. Aus Mannheim? Ja. Oh, da kenne ich ein paar Leute, die auch aus Mannheim kommen. Ach cool. Aber wer ist Samantra? Ja, Samantra. Das ist ein cooler Name. Also ich bin Omid, ich bin 24 Jahre alt und komme aus Nürnberg. Achso, wir sollen uns mal die Hände geben. Meine rechte Hand ist vorne? Hi. Okay. Hey. Schöne weiche Hände. Danke. Okay, dann fange ich mal mit der ersten Karte an. Fang an. Beschreibe das Aussehen deines Traumpartners. Also ich würde eigentlich von meinem Traumpartner würde ich nicht zu 100% nur das Aussehen bewerten. Mhm. Die muss zunächst mal nur Humor verstehen und dann muss ich auch sehr, sehr viel mit ihr chillen können. Soll nicht so toxisch sein. Aber so vom Aussehen her würde ich schon wollen, dass sie ein bisschen kleiner ist als ich. Wie groß bist du? Ich bin 1,78. Okay. Ja, also so zwischen 1,65 bis 1,70 wäre cool. Ich bevorzuge, also ich mag blonde Frauen. Mhm. Also wenn wir jetzt wirklich vom Aussehen vom Traumpartner ausgehen, dann sind es blaue Augen, blonde Haare und einen schönen Körper. Okay. Ja. Wie sieht es bei dir aus? Ja, ich würde auch sagen, du bist größer als ich sein. Wie groß bist du? Ich bin 1,71. Okay. Ich glaube, braunhaarig würde ich schon eher bevorzugen. Okay. Augenfarbe relativ egal, also braune, grüne Augen. Ich glaube, braune Augen sind echt sehr, sehr cool. Ja, braune Augen sind schön, ja. Was sagst du zu Bärten? Ich bin gar nicht so ein großer Bartfan, ich bin ehrlich. Also wenn dann so ein Drei-Tage-Bart oder so ein Kürzer, also so richtig, richtig Vollbart, bin ich nicht so der Fan. Okay. Was ist dein bester Anmachspruch? Überzeug mich von dir. Mein bester Anmachspruch. Ich bin jetzt schon gespannt. Ich werde schon was Gutes rausschauen. Boah. Ich hab in mein Bett geschissen, kann ich bei dir schlafen? Das ist der Beste. Das ist der mir einfach ganz spontan einfällt. Boah, weiß ich Dann, jetzt nicht. Was bei uns, also ist jetzt kein Anmachspruch, aber was bei uns sehr modern ist, einfach auf Insta ein Bonbon schicken. Boah, nee, das geht gar nicht mehr. Auch nicht? Das Bonbon ist so aus. Okay, Bonbon, schon... Flugzeug? Nee, ein Salzstreuer. Salzstreuer? Ja, Salzstreuer. Echt? Ist es. Ja, es ist ja Salzstreuer. Okay. Das Bonbon ist es wirklich nicht mehr. Also es nicht? Nee, musst du echt lassen, ey. Okay, aber jetzt musst du einen raushauen, ne? Das weißt du. Ich habe keinen Anmachspruch. Wie? Ja, ich mache doch niemanden an. Ich werde, wenn dann angemacht. Okay. Würde es niemals zu dem Fall kommen, dass du auch mal auf einen Typen zugehst? Ja, doch, doch, doch. Ja, aber wie gehst du dann zu dem hin? Boah, ich glaube, ich würde einfach hingehen und Hi sagen. Also ich finde Anmachsprüche sowieso meistens eher Müll. Okay, also war meiner nicht so gut, oder was? Nee, der war echt schlecht, du. Bin ich heiß, um das herauszufinden, darfst du mich berühren. Okay, wir können aufstehen, ne? Hi. Hi. Darf ich dich abtasten? Ja, darfst du. Okay. Warte, wir gucken, wie groß du bist. Okay. Warte mal. Cool, ich bin größer als du. Ja, Gott sei Dank. Okay. Du bist heiß. Okay. Was heißt heiß? Sie hat eine sehr weiche Haut. Mhm. Ihr Lachen ist cool. Und ihre Hände sind auch sehr weich. Ja? Ja. Okay. Darf ich dich mal zum Tanz ausführen? Ja, bitte. Ja? Ja. Kannst du tanzen? Ja. Was tanzt du gerne? Aber du musst mich ja schon führen, so ein paar klassische Tänze. Ja, doch, bitte. So? Okay. Ja. Und dann hier so nach rechts. Ja, genau so. Und dann hier und dann einmal drehen. Ja, Drehung bitte. Ja. Und dann hier so nochmal. Wow. Das ist Salsa. Profi. Ja. Oh mein Gott, ich kenne pass auf. Ich war tatsächlich 10 Jahre auf einer Tanzschule sogar. Ehrlich? Ja. Oh mein Gott. Ich habe Ballett getanzt und Salsa. Setz dich für ein paar Minuten auf meinen Schoß. Ich auf deinen? Ja, offensichtlich, ne? Ist kein Problem. Oh. Ich weiß nicht, man kriegt da ein Gefühl für. Das ist super. Ah. Ja, ist toll. So,
Cool. Ja. Supi. Okay, beantworten wir jetzt die weiteren Fragen, oder was? Oder drehen wir hier schon das Outro? Abonniert auch den Kanal, um keine Videos zu verpassen. Und wenn ihr halt auch einfach mal mitmachen wollt und einfach einen süßen Boy bei euch haben wollt auf dem Schoß, ja dann los, bewerbt euch doch jetzt mal endlich. Gib mir eine Massage. Ja! Weißt du, wie angespannt mein Rücken ist? Ja, komm. Okay, aber wie. Warte, wie du kannst so theoretisch sitzen bleiben. Geht das? Okay, ja. Ist es eigentlich okay, wenn ich sitze oder brauchst du da eine andere? Ist es okay, okay, ist okay. Ich kann mich ist auch top, hier oder? Kurz auf den Bauch legen. Ist okay. Du kannst anscheinend gut massieren. Kann ich das? Bin ich verspannt? Ja, bist du. Ja. Warst du vorher nervös, als du hergekommen bist? Oder? Schon etwas, ja. Also bist du dieses Kamerading, bist du das gewohnt oder nicht so? Ja. Ja? Ja. Okay. Mach mal deinen Kopf so. Ah, okay. Du weißt also, was du machst. Ja. Ja. Wie fühlt sich's an? Angenehm. Ich finde es auch sehr angenehm. Wie fühlt sich's an für dich oder eher? Entscheide dich, doppelt so viel verdienen oder nur noch die Hälfte arbeiten müssen. Entscheide dich. Boah. Jetzt. Jetzt, sofort. Hör auf, wir drücken zwar. Warte mal. Nee, dann doppelt so viel verdienen. Ich arbeite super viel jetzt schon, so. Ich mache auch super viel. Und ich bin auch voll der Workaholic, das muss ich halt auch ehrlich sagen. Ich bin so jemand, ich könnte mich nicht langweilen. Also wenn ich jetzt die Hälfte von dem machen würde, was ich jetzt mache, würde ich mich langweilen. Ja, also bei mir ist es so, dass ich bei meinem Beruf sagt, dass ich noch viel mehr machen könnte. Und wenn ich jetzt nochmal die Hälfte der Arbeit weglassen müsste, dann wäre das ein bisschen zu wenig. Deswegen, obwohl Geld jetzt bei mir keinen so geistkrank hohen Stellenwert hat, würde ich dann schon die erste Option präferieren. Moment, willst du erzählen, was du beruflich machst? Ja, will er. Also ich studiere. Mhm, was denn? Ich studiere Management in der Biobranche. Okay. Und mache nebenbei noch ein bisschen Internetzeug. Was denn also, für Internetzeug? Ich streame, ich mache YouTube, ich twittere sehr gerne, ich nehme ein paar TikToks auf, ich mache einige Instagram-Stories. Ja, cool. Ja. Soll ich erzählen? So warte mal. Okay. Lass mich kurz. Ich brauche ein Taschentuch. Wie schätzt du mich ein? Ich brauche ein Taschentuch. Was denkst du denn, was okay, ich ja, mache? Ich will raten. Also dieses Massieren-Ding war schon sehr random. Das heißt, ich würde sagen, dass du, ich würde einfach sagen, du bist Masseusin. Oder? Nee. Nicht? Aber es ist auch ein Kompliment, dass ich gut massieren kann, auf jeden Fall. Ja. Soll ich jetzt sagen? Ja. Ist soweit? Ja. Ja, also zum einen studiere ich auch. Ja. Zum anderen mache ich Internetzeugs. Ich bin Influencerin und ich streame auch, ja. Okay. Ja, das auf Twitch? Auf Twitch, okay. Cool. Also. Okay, das war's, oder was? Das war's schon, okay. Ja. Okay, ich dachte schon, da kommt da nicht irgendwas. Noch irgendwas Krasses. Ja. Das war's schon. Okay, cool. Dann bahnt sich ein Dualstream zwischen uns beiden an, oder? Da sehe ich uns auch, okay. Ja. Was studierst du aber? Ich frage mal. Gesundheits- und Pflegewissenschaften. Okay, das ist so völlig was sozial. Anderes. Ja, okay. Ja, ich bin ein sozialer Mensch. Okay, ist cool. Komm. Was hast du denn gedacht? Es waren so viele Sachen in meinem Kopf. Ich habe erst gedacht, sie ist Influencer, also sie sagt, die macht Internetzeug. Da habe ich gedacht, sie ist Pornodarstellerin. Das war das Erste, was in meinem Kopf war. Ich habe da drauf gehofft, dass du das sagst. Das ich wollte schon beim Raten sagen, dass du Pornodarstellerin bist, deswegen habe ich lieber Masseuse gesagt, so bedeckt halten. Aber ist cool. Bedeckt. Schieß los. Oh welches Geräusch machst du beim Sex? Geräusch? Ich kann das Wort nicht aussprechen, ich habe einen kleinen Sprechfehler bei Sch. Echt? Ja. Welches Geräusch? Ich kann das nicht, hör mir das auf jetzt. Welches Geräusch machst du beim Sex? Kannst du es nachmachen? So, mach jetzt, komm. Das war's. Ey. Ja. Wie? Sollen das Küsse darstellen oder was ist das? Das ist mein Geräusch, was ich immer mache, wenn es drauf ankommt. Aha, okay. Interessant. Oder so. Super, ja.
die anderen kann ich dir dann bei Gelegenheit mal zeigen. Ah, danke dir. Schön. Da freue ich mich so, ja schon drauf. Das war so eine gute Vorlage, ich musste die nutzen. Ja, also stöhnen. Ich möchte das Geräusch einfach nicht nachmachen. Ja, ich sag nicht, wie es ist. Ich möchte hier kein Meme werden. Hebst dir auf. Ja, ja, ich heb's mir auf. Ja, alles gut. Ja. Für die privaten Momente. Ja, ja, ja. Ja, muss auch mal sein. Auch dann ohne Augenklappe. Mal gucken. Okay. Aber es macht mir, wenn ich hier das kurz erwähnen darf, es macht mir sehr viel Spaß. Ich find's auch toll. Ja. Willst du mich küssen? Nein. Auf die Backe vielleicht. Auf die Wange. Ja. Das kann ja auch sein, dass ich mir die Frage hier ausgedacht habe, ne? Das wäre jetzt ziemlich frech. Das wäre cool, aber von mir. Komm mal näher, komm. Ist es gut? Ja. Okay. So, ich hoffe, du hast jetzt keinen Lippenstift an der Backe. Aber du riechst wirklich sehr gut. Ja? Sehr angenehm. Dankeschön. Moment, ganz kurz, ich wisch dir mal kurz den Lippenstift. Ach, hast du tatsächlich einer? Ein bisschen. Okay. Würdest du auf ein zweites Date mit mir gehen? Stand jetzt nicht, nee. Aua, das tat weh. Nicht. Schade. Ich finde, es harmoniert einfach nicht so gut zwischen uns. Nee, ist okay. Und der Kuss gerade war auch echt cringe irgendwie. Ja? Ja. Scheiße. Und dass ich es jetzt gerade heute so heiß finde, ist find ich ein bisschen weird. Ja, doof. Deswegen, ja. Mann. Spaß, ja, doch. Also ich würde es machen, ja. Süß. Ja. Ja, ich würde dann sogar schreiben vielleicht. Ja? Ja. Wow. Ja. Das wäre mal was so Besonderes. Weit, so weit würde ich sogar gehen. Ey, oh mein Gott. Ich bin geschockt. Ja. Oh mein Gott. Ist das dein Moment? Das ist der Moment. Und 3 runterzählen zusammen und dann machst du 18. 3, 2, 1. Hi. Du siehst gut aus. Dankeschön. Hast du dir die vorgestellt? Ja. Echt? Ja, so, doch schon so ein bisschen in die Richtung. Ja, jetzt gerade so, wo ich dich dann mehr tasten konnte, ging das, ja. Ja, habe ich deine Erwartung erfüllt? Ja. Ja. Voll. Cool. Das sieht sehr gut aus, ja. Ihr dürft jetzt eine Entscheidung treffen, ob ihr euch verabschieden möchtet, eure Handynummern austauschen wollt oder ob ihr euch küssen möchtet. Das dürft ihr frei entscheiden. Aber die Option stand ja schon im Raum, gell? Das heißt, es wäre ja dumm, wenn ich das die erste nehme, weil ich ja weiß, was dann die Antwort ist. Ihr weißt ja nicht, jetzt habe ich dich ja gesehen. Stimmt. Das ist cool. 3, 2, 1. Okay, zeig jetzt, zeig. Ja, cool. Gut. Du hast eh die gesucht. Warum hast du eh die gesucht? Hör auf, jetzt ist es noch. Ich war auf der Twitch-Con, wir hatten es über ihn. Ach, du warst auf der Twitch-Con? Ja, wie ihr seht, mein Date ist um. Und Leute, ich bin positiv überrascht. Wirklich, es ist richtig gut gelaufen. Wir haben wirklich unheimlich denselben Humor. Wir streamen beide. Wir werden in Velo grinden. Ihr werdet es sehen. Ja. Also, es hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Der Vibe hat gestimmt.